dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Internet, Folge 48 der philosophischen Trilogie Abstraktionen Nominalismus. Sprachkritik auf dem Gleichsatzkanal. Herzlich willkommen. Es geht, wie angesprochen, weiter mit der Nummer 234. Ein Zitat von Gustav Landauer, einem Anarchisten der Räterepublik, Münchner Räterepublik 1919, seines Zeichens Kultusminister und dann Gefängnis Stadelheim von einem der weißen Garden erkannt und mit Namen angerufen, der Landauer. Und dann sind welche von diesen Landsknechten hin und einer davon dann einen Schlag verpasst mit dem Gewehrkolben und seine letzten Worte waren, so viel überliefert ist, erschlagt's mich, dass's Menschen seid, heißt so viel wie, ihr schlagt mich nur und zeigt, dass ihr Menschen seid. Also er hat seinen Humor nicht verloren, beziehungsweise seine Ironie, seinen Sarkasmus, und dann haben sie ihn zu Tode geprügelt. Und dieser Gustav Landauer hat in seinem längeren Leben, ein Freund des Sprachkritikers, enger Freund des Sprachkritikers Fritz Mautner, der sich dann wegen des in Fragen des Ersten Weltkrieges, dann haben sie sich überworfen und waren sich dann nicht mehr grün, sage ich mal so. Und der hat in seiner Arbeit Revolution, Buch Revolution, geschrieben, jede Untersuchung der heiligen Gebilde und über individuellen Formationen ist revolutionär. Also in diesem Sinne kann sich jeder, der hier diese Trilogie verfolgt, auch als revolutionär verstehen, sofern er sie es begreift, inwieweit diese Abstraktionen, diese heiligen Gebilde mit Abstraktionen gemeint sind, also dass da Abstraktionen gemeint sind. Wenn von überindividuellen Formationen gesprochen wird, dann handelt es sich um Abstraktionen. Und jede Untersuchung, auch schon die Untersuchung, ist revolutionär. Und jeder, der hier diese Folgen hier verfolgt, kann sich einen Griff bilden, was hiermit gemeint ist. Dann ein weiteres Zitat, das denke ich mal auch aus dem oben genannten Buch stammt, aber von mir in einer Heftesammlung Büchse der Pandora, damals Münster-Wetzlar in eingeweihten Kreisen, eine zuverlässige Adresse, sage ich mal, in der Zeitschrift Auf dem Misthaufen der Geschichte. Da heißt es, die revolutionäre Bewegung der Detotalisierung, der theoretisch-praktischen Auflösung der überindividuellen Organisationsformen, also immer wieder überindividuell, durch den Individualismus, also einen Individualismus, den ich so verstehe, in Form eines Subjektivismus, in erster Linie als erkenntnistheoretischen Subjektivismus, weil das, was hier in diesen Herrschaftsgebilden über individuellen Formationen, Organisationsformen da praktiziert wird, das ist in erster Linie eine Entsubjektivierung. Da ist nie vom tatsächlichen Subjekt die Rede. Wenn von einem Individuum oder Subjekt die Rede ist, dann immer nur als ein
eines kleinsten Teils einer Allgemeinheit, also im Prinzip eine Allgemeinheit, aber eben eine sehr kleine, die kleinste Allgemeinheit ist dann das Individuum, das Subjekt. Und in einer solchen Auffassung, das wird nicht dieser grundsätzlichen Voraussetzung der Inkommensurabilität, prinzipiellen Kluft zwischen Wort und Sache, weil es sich dabei um zwei Toto Coelho verschiedene Sachen handelt, Bahnhöfe, wenn man so will, die nicht miteinander in einer logischen Rechnung vorkommen können, ganz andere logische Kategorien sind, die prinzipiell nichts miteinander zu tun haben, weil sonst wäre ein Gegensatz von Individuum und Allgemeinheit wäre nur so dahingesagt. Den gäbe es im Grunde genommen nicht, wenn es sich nicht um eine Inkommensurabilität handeln würde. Alles andere ist Paragraphen, Biegerei, die entsprechenden Begriffe, wie man sich durch Betrug etwas erschleicht, die gibt es dann im Strafgesetzbuch. Aber was das Verhältnis von Regierten zu Regierenden betrifft, ist es auf alle Fälle eine Themaverfehlung oder auch die Grundvoraussetzungen, die zur Errichtung aller möglichen allgemeinheitsverbindlichen Institutionen geführt haben, sind, ich sag's mal, recht benutzerfreundlich, sind logisch falsch. Entbehren jeder logischen Grundlage. Und da, wo die Willensmomente in Erscheinung treten, sind sie zumindest widersprüchlich, was die Anwendung in den verschiedenen Gesetzestexten anbelangt. In den wesentlichen Gesetzestexten und dann auch in den Ausführenden, die das tägliche Leben bestimmen, also von Grund auf, in Bayern würde man sagen, vom Bohr weg ist das alles, das Fundament ist nicht fest, sondern es ist ein Sumpf. Und dass dieser Sumpf immer mehr in Erscheinung tritt, das lässt sich an den verschiedensten Auswirkungen auf das Leben der Menschen nachverfolgen. Zumindest in meiner Sichtweise. Es ist die meisten Leute, die verstehen zwar nicht genau, um was es sich da handelt, aber die spüren das. Ich bin eigentlich kein Freund von derartigen Gefühlen oder Stimmungen, aber hier glaube ich dennoch, dass die Masse der Menschen ein gesundes Misstrauen gegenüber der Obrigkeit hat. Und das kommt nicht nur von irgendwo her, sondern es kommt daher, dass sich über die Jahrhunderte im Grunde genommen das Verhältnis von Obrigkeit und denjenigen, die das Ganze mehr oder weniger organisieren und die anderen, die dann die Soldaten sind, die das alles ausführen, hat sich im Grunde genommen nicht viel geändert. Ist die Terminologie ist vielleicht eine andere und es ist auch weniger physische Gewalt im Spiel. Aber dennoch ist die Kontrolle und die Beherrschung in dem Fall jetzt der Geister nicht weniger vorhanden als in den Jahrhunderten zuvor. So, damit kämen wir, da ist wieder ein Absatz entkommen. Damit kämen wir zu einem weiteren Anarchisten, Rudolf Rocker, der eher weniger dem individualistischen Zweig der ganzen Angelegenheit zugerechnet werden kann.
Nationalismus und Kultur, zwei Bände, hat der gute Mann nicht viel Blätter vor den Mund genommen, gerade was Kapitalismuskritik angeht und die damals schon die Verschwendung von Lebensmitteln nur um die Preise aufrechtzuerhalten, solche Sachen angeprangert, aber leider nur einem kleinen Kreis zugänglich, weil die Lärmmacher viel mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Leute, die bloß auf den Verstand ihrer Mitmenschen setzen. Rudolf Rocker schreibt, seit Hegel und andere uns das Denken in abstrakten Allgemeinbegriffen beigebracht haben, ist die Art des Denkens, ist diese Art des Denkens Mode geworden. Man hat sich daran gewöhnt, mit psychologischen Quantitäten zu operieren und gelangt dabei zu den verwegensten Verallgemeinerungen, ohne dass die meisten auch nur ahnen, dass sie die Opfer willkürlicher Voraussetzungen geworden sind, die zu den abwegigsten Folgerungen führen müssen. Was Rocker hier anspricht, ist die Quantifizierung des Innenlebens im Wesentlichen, dass damit eben sehr viel mit der Willkür Schindluder getrieben wird, es dem ganz in den weitesten Teilen dem Belieben solcher sogenannter Wissenschaften obliegt, da irgendwelche Begriffe zu schaffen und die dann durch weitere geschaffene Begriffe sich gegenseitig definieren und dadurch den Eindruck zu erwecken, als würde die Beschreibung des menschlichen Innenlebens nicht anders funktionieren, eben Quantifizierung und Verallgemeinerung, Einheiten schaffen, feste Einheiten schaffen, wie für die Außenwelt scheinbar Erfolg geschieht. Dabei entstehen dann Menschenbilder, die wo der Eindruck erweckt wird, es handelt es sich hier um Realitäten. Tatsächlich aber sollen die Menschen glauben, dass die geschilderten Menschentypen diejenigen sind, die Realität sind und Tatsache sind und normal sind, sodass der Zweck, der dadurch erreicht werden soll, viel mehr um einiges hinter der wissenschaftlichen Redlichkeit ansteht, zurücksteht. Und der Zweck ist in erster Linie, den Eindruck zu vermitteln, als würde die Psychologie berechenbare Ergebnisse liefern, zutreffende Aussagen über Menschen, wie sie sich verhalten, um dann dementsprechend dieses oder jenes zu organisieren. Soweit Rudolf der Rocker. Und wir kommen in dieser 48. Folge nunmehr zur Nummer 237. Ich denke mal, wieder ein Zitat eines Anarchisten. Unser Feind ist jede Abstraktion, wenn sie autoritär und dogmatisch behauptet wird. Und hier möchte ich sagen, tun sich dann jede Menge Feinde auf. Die Liste ist im Grunde genommen unendlich. Aber das öffentliche Leben spielt sich so ab, als wäre alles in bester Ordnung. Als müsste man nur jetzt mehr von demselben haben, um wieder irgendwelche Missstände zu korrigieren. Aber im Prinzip ist die Prinzipien sind ausgelegt und daran ändert sich nichts. Es ist nur immer die Frage, ob sich Menschen daran halten oder nicht. So im Grunde genommen läuft das alles.
ohne dass jetzt irgendeine Aufmerksamkeit auf die Art der Begriffsbildung überhaupt gelenkt wird, sodass plötzlich ganz andere Fragen entstehen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit dessen, was so üblicherweise öffentlich da von sich gegeben wird. Diese Kritik, die ist so gut wie gar nicht vorhanden. Wenn von Sprachkritik die Rede ist, dann eben so beiläufiges Zeug wie MinisterInnen und dass man dieses oder jenes nicht mehr sagt, eine völlige Verfehlung oder dann auf grammatikalische Ungereimtheiten wird hingewiesen, dass dieser oder jener Fall nicht mehr gebraucht wird oder dass die Beugungsmodi nicht eingehalten werden, irgend so Larifari, und damit ist die Sprachkritik dann abgehandelt. Einmal im Jahr das Unwort des Jahres und das war's dann mit Sprachkritik. Dass dieser Feind aber, der eines ungemäßen Gebrauchs der Sprache, oder ich spreche da auch von einem Missbrauch der Sprache, wenn so gesprochen wird, dass die Allgemeinheiten sich so gestalten, dass man jemanden sozusagen verführt, dieses oder jenes zu glauben, ohne selbst dem gegenüber verbindlich zu sein, sodass jederzeit die Möglichkeit besteht, sich irgendwie herauszureden, weil die Aussagen ja so allgemein waren. Und es ist immer nur eine Frage, ob sich jemand dann mit irgendeiner Rede so beschäftigt, dass diese dem Ganzen auf den Zahn gefühlt wird oder nicht, um da unwidersprochen den größten Blödsinn durchgehen zu lassen. Aber wahrscheinlich hat man an entsprechender Stelle sowieso den Glauben aufgegeben, die Bevölkerung so weit aufzuklären, dass da sich ein Mindestmaß an rationalem Verhalten bewerkstelligen lässt. Man geht da einfach von den Tatsachen aus und rechnet dann auch schon mit der Dummheit oder der Naivität der Menschen, gestaltet dementsprechend, instruiert die Redenschreiber, die sollen auf dieses und jenes größeren Wert legen, und so hofft man dann bei den Wahlen seine Wiederwahl zu ermöglichen. Jetzt kommen wir zu einem anderen kritischen Marxisten, möchte ich mal sagen, zumindest in der Richtung. Er geht den Sachen ziemlich auf den Grund, also könnte man fast nicht mehr ziemlich auf den Grund gehen, was jetzt Abstraktionen und deren Zustandekommen betrifft. Leider mündet das Ganze dann doch wieder in den üblichen Sums an Politik und Objektivismus auch, so dass der gute Castoriadis in die Abteilung knapp dabei ist, auch daneben zu denen gehört, die zwar in der Analyse Erstaunliches leisten, aber dann in der Synthese sich in irgendwelchen Üblichkeiten verlieren. Aber nun zu der Gesellschaft als imaginäre Institution. In der Übersetzung 1990, sehr spät erschienen, dort heißt es: Wenn die Philosophie als Ausarbeitung und Extrapolation des Legein, griechischen, Castoriadis selbst Grieche, Legein, unterscheiden, auswählen, aufstellen, zusammenstellen, zählen, sagen, seiner Normen und Postulate, dieses Legein und ihr Verhältnis zu ihm schließlich verdunkelt,
verdeckt und verhüllt, so ist das nur scheinbar eine paradoxe Verkehrung, da sie über den Kern des Ligain, jenes Schema, auf dem alles andere beruht, die Bezeichnungsrelation, keine Auskunft gibt und prinzipiell auch nicht geben kann, da sie für dieses Schema keine Gründe anzugeben weiß. Muss sie gewöhnlich so tun, als wäre ihr das, wovon sie spricht, unmittelbar zugänglich. Als handle es sich um Dinge und Ideen oder unmittelbar zugänglich handle es sich um Dinge, Ideen oder das Subjekt. Und hier wird jetzt mit anderen Worten ausgesprochen, was ich schon seit Jahrzehnten predige. Und zwar, dass von den einleitenden Sätzen jetzt hier, was eine paradoxe Verkehrung angeht, das soll jetzt mal dahingestellt bleiben, verdunkelt, verdeckt, verhüllt. Anyway, entscheidend ist, dass der Kern des Ligain, und mit Ligain ist das Setzen. Lege ist die Setzung, ist das Gesetz im Grunde genommen, ist die Begriffsbildung gemeint, das Setzen. Jenes Schema, auf dem alles andere beruht, also diese erste Operation von einem Bewusstsein, das sich an das irrationale, phänomenale irgendwas heranmacht mit einem Begriff in Form einer Vergegenständlichung, Verdinglichung, auf dem alles andere beruht, und zwar die Bezeichnungsrelation. Hier wird diese Relation der Bezeichnung durch das Wort auf das phänomenale Irgendetwas, Ungeformte. Und jetzt Formung. Und die hergebrachte Philosophie gibt darüber keine Auskunft, über diesen Prozess der Bezeichnungsrelation, und kann diese Auskunft auch prinzipiell nicht geben, da sie für dieses Schema keine Gründe anzugeben weiß. Der Grund, der jetzt in meiner Lehre, sage ich jetzt mal, ein intentionaler ist, ein Voluntas, ein Wille, ein Wollen, ein Begehren, ein Bedürfnis, ein Interesse, das ist der, ist meines Erachtens, sind die Gründe. Und diese Gründe, von denen ist keine Rede, weil damit auch die Begründung eines, nicht nur eines Interesses, sondern auch eines Machtinteresses anstehen würde. Also diese Philosophie vermag keine Gründe anzugeben, und deshalb tut sie so, als wäre ihr das, wovon sie spricht, unmittelbar zugänglich. Das ist dann das Märchen von der unmittelbaren Erfahrung oder der unmittelbaren Empfindung oder der unmittelbar, was auch immer, unmittelbar, was es nicht gibt. Es ist schon die geringste Wahrnehmung, ist kategorial vermittelt, vorbereitet. Es geht gar nicht ohne Kategorien und ohne Vermittlung. Und diese Unmittelbarkeit ist vollkommener Quatsch, aber es gibt genügend unbedarfte Gemüter, die da keinen Grund zur Kritik sehen und das so hinnehmen. Und dann auch unmittelbar, ob es Dinge, Ideen oder sogar das Subjekt ist. Also vollkommener Schwachsinn. Und wäre das nicht so, dann wären diese Herren Philosophen oder ich sage besser Lobredner der Macht kämen dann ganz schwer in Schwierigkeiten. Ist aber nicht der Fall, weil das Märchen von der Unmittelbarkeit bis auf den heutigen Tag immer noch millionenhaften Zuspruch, wenn auch nicht jetzt theoretisch sehr ausgebreitet, weil da läuft man besser mit der Verdunkelung, Verdeckung, Verhüllung, dass man gar nicht erst schlafende Hunde weckt. Und
Deswegen wird diese Unmittelbarkeit gar nicht allzu groß getreten, breit getreten. Nicht, dass etwa noch jemand auf die Idee käme, das dann genauer zu untersuchen. Aber so schaut es aus. Hier haben wir ganz klar den Standpunkt dargelegt. Und mit solchen Leuten, die von solchen Voraussetzungen ausgehen, das ist schon mal eine Diskussionsbasis. Mit allem anderen ist es völlig sinnlos, sich überhaupt zu diskutieren. Das wäre eine Lebensaufgabe, denen dann beizubringen, dass sie im Grunde genommen auf dem völlig falschen Dampfer sind, ein Brett vorm Hirn haben. Und es ist nicht nur jetzt bei gelernten Philosophen, sondern bei jedem Menschen ist da eine Schockwirkung vorauszusehen. Würden sich diese Leute dieser Idee nähern, wie verkehrt das alles ist, was sie da praktizieren? Es sind nur die wenigsten, die eine solche Kritik vertragen können und sich nicht abschotten müssen und anderweitig dann sich rausreden. Und von denen gibt es leider viel zu wenige. Und auch wenn jetzt, ich denke mal, letztlich in einer Diskussion mit diesem Castoriadis dann auch wieder Angelegenheiten kommen würden, was jetzt in die Politik hineingeht, die ich nicht mehr teile, so denke ich mal, ist dann die bloße Diskussion, alles Mögliche anzusprechen, schon wieder ein Schritt nach vorne. Wenn man sowas dann auf YouTube stellt, haben viele Leute die Gelegenheit, diesen Reflexionsprozess, sage ich mal, zu verfolgen und sich dann ihr eigenes Bild draus zu machen. Aber drunter ist im Grunde genommen eine Lebensaufgabe. Und es ist allein deswegen, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich bin mir der Sinnlosigkeit durchaus bewusst, aber alles andere ist noch sinnloser. Und deshalb habe ich gerade mein Erinnerung erhalten, dass meine Zeit für dieses Mal vorbei ist. Und notiere mir die Nummer 239 für die Folge 49 in dieser munteren Trilogie auf dem Gleichsatzkanal. Ich muss das nicht immer wieder wiederholen. Abonniert den Kanal, Leute. Ist mir eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen, weil es geht um die Beschäftigung der Sachen. Wenn da jetzt einer abonniert und nach 3 Folgen aussteigt, das bringt herzlich wenig. Und auf der anderen Seite, wenn da alle möglichen Kommentare kommen, ich hätte dann, wenn das zu viel werden, auch gar keine Zeit und keine Lust mehr, mich mit all dem auseinanderzusetzen. Vielleicht mit dem einen oder anderen ist dann wieder die Frage, fühlen sich die anderen benachteiligt und so weiter. Aber jetzt ist Schluss. Peace out.